So, ja, meine Freunde, ich bin's noch mal wieder. Ich wollte euch mal was Typisches zeigen. Da oben seht ihr Wolken so in einer Farbe rundherum. Und dazwischen sind andere Wolken. Und das ist so dieses Typische. Ich weiß nicht, ob das immer verschiedene Dimensionen sind, verschiedene sonst was. Es gibt immer so bestimmte Gruppen an Wolken, die haben alle eine Farbe. Und das sind auch keine Einbildungen, sondern ihr seht halt da vorne, wie ich euch diese eine Wolke gezeigt habe. Die müsste immer noch, sogar immer noch da hinten irgendwo sein. Auf jeden Fall biegen hier so langsam, so richtig wie lebendig, so Wolkengruppen ein. Übrigens habe ich in letzter Zeit auch häufiger mal so Wolken gesehen, die so zufälligerweise genauso aussehen wie eine Gottesanbeterin. Wo wäre eine Gottesanbeterin denn wohl so am perfektesten? Natürlich im Himmel. Hier diese ganzen Wolken da, die ziehen irgendwie alle sehr lebendig durch die Gegend. Man muss sie manchmal nur ein bisschen genauer angucken, da mit ein bisschen Liebe erkennt man auch da schon zwei Augen wieder vorne, wie so ein Gesicht in der Mitte bei diesem. Wir sind hier gerade in Frechen, direkt neben dem großen neuen Deiters. Hier seht ihr auch so verschiedene Arten an Wolken, die vorbeiziehen. Und diese Wolken, die biegen so richtig lebendig um die Ecke und so. Ziehen so richtig als lebendige Gruppe durch die Gegend. Man sieht häufiger auch mal so ein Gesicht ganz klar mittendrin. Nein, ich bin nicht verrückt oder bin irgendein Irrer hier. Ihr seht diese verschiedenen Wolkendinger ineinander. Das ist auf jeden Fall nicht normal. Und diese Wolkenteile, das kann ich euch aber sagen, das wird da oben von dieser Sonne oder das, was die Sonne darstellt, erwärmt und danach verschwindet es. Anyway, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Wolken, die dann so durch die Sonne aufgehitzt werden und dann größere Wolken oder diesen Nebel bilden, dass das auf jeden Fall zur Vertuschung der anderen Wolken ist. Mir ist es egal, wie sehr sich das nach einer Verschwörung anhört, es ist keine. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag.